loin comme visionnaire. Pour devenir millionnaire, la vie est plus en mer. What's up, Leute? Another day, another week, another vlog. Okay, hier mit Jay unterwegs Richtung FFM. Heute ist der letzte Tag der Tour. Heißt, nochmal alles wirklich rausholen. Heute kommt auch ein Großteil des Teams wirklich zusammen. Wir gehen heute auch Abend was essen. Und morgen haben wir unser Ausbildungsevent mit Bryce Tops und Calvin Becerra. Und ja, wie gesagt, heute und morgen nehme ich euch mal wieder ein bisschen mit. Ich werde nicht so viel krass filmen können, weil ich eigentlich mehr die Zeit mit dem Team verbringen möchte. Aber so kleine Insights gebe ich euch auch. Wie gesagt, ihr kennt das. Regel Nummer 1, jede Fahrt, die länger als 2 Stunden geht, Nackenkissen ist ein Muss. Und ja, wir sind gerade unterwegs zu Bryce und dann fahren wir weiter nach Köln. Und dann, wir sind gerade unterwegs zu Bryce nach Köln und dann fahren wir weiter nach Frankfurt. So, und ihr kennt das Ganze, und die Popcorn. Was zu trinken, aber auch das wird ein sehr besonderer Vlog, okay? Eins gibt, was ich in NRW hasse, Stau. Ja. Oh mein Gott, einfach ein Rolls Royce. Doll, Digga. Oh, Leute, Rolls Royce Cullinan. Ah, du weißt, was Cullinan ist, ein Ghost. Aber Cullinan ist mein Lieblingsauto. Aber einfach ein Rolls Royce, Digga. Was sieht man das? Ah. Ich habe einfach einen perfekten Moment aufgenommen, ne? Komm, jetzt kommt er wieder. Komm, wie sexy das aussieht, Digga. Scheiße, Mann. Mein Gott, boah. Mein Mann ist hier in CGN angekommen, okay? Ich habe Bryce vor 10 Minuten angerufen. Er ist immer noch nicht da. Und ja, ja. Ja, die Jungs sind angekommen. Wollen mich abholen mit Jeremy. Okay, was auf, was geht ab? Wie war die Fahrt hierhin? Bruder. 40 Minuten Fahrt, einfach Natation wegen fucking Stau, Digga. Fucking Stau, Mann. Aber, nein, das sage ich nicht, das seht ihr in einem anderen Vlog. Okay, da haben wir unseren Kandidaten hier. Werkstatt. Drogba. Werkstatt, Drogba, kommt. Alles Handwerk ohne Handschuhe haben wir da. Alles ohne Handschuhe. Was ist der wahre OG hier? Wohin geht's gleich? Ab nach Frankfurt. Guck mal. Er stand eigentlich da, wir kommen um 18.30 Uhr an. Ich weiß nicht, ob das normal ist hier in Köln, aber euer Verkehr ist komplette Katastrophe. Wir sind immer noch in Köln, wir haben Bryce abgeholt, wir sind aber immer noch in Köln, ist das normal? Da stand 18.30 Uhr, da steht da 7.30 Uhr, also 19.30 Uhr. Katastrophe, guckt euch das mal an. Als wenn es irgendwas umsonst auf der Autobahn gibt. Und hier, Amere. Du bist Hauptrolle, wie nennt man das? Du hast eine Hauptrolle in meinem Vlog, Bruder. Hauptrolle? Wo denn? Wie was? In meinem ganzen Vlog, Bruder, Hauptrolle. Hauptrolle habe ich heute. Lass uns bitte ankommen, einfach. Lieben Freunde, so wie es aussieht, schlafen wir heute hier auf der Autobahn. Okay? Wir haben sehr viele Autobahnen. Ist das die Mehrzahl von Autobahnen? Ich denke mal schon. Zur Auswahl entweder die 560, die A3, die A4, ist auch noch auf dem Weg. Aber nein, wir sind um 14 Uhr losgefahren, wir haben jetzt 18 Uhr und wir brauchen eigentlich die 2,5 Stunden. Und wir fahren aber noch 2 Stunden. Reinste Katastrophe, Digga, heute. Ich bin müde, Leute. Ich hab Hunger, alles. Hunger nicht mal so deep, aber... Ich glaube, mit E-Scooter wäre man aber schneller gewesen. Guck mal, immer, wenn ich mit Zug fahre, denke ich mir, wieso bin ich mit Auto gefahren? Und immer, wenn ich mit Auto fahre, denke ich mir, wieso bin ich mit dem Zug gefahren? Aber naja, man kann es nicht jedem recht machen, oder nicht? Wie du so schön sagst, lieber weiß ich komme an, anstatt halbe Stunde Verspätung, 40 Minuten Verspätung, Zug fällt aus, eine Stunde gleich an. Das ist schon geauchtet, das ist das Positive, was du daraus mitnehmen, Leute. Aber so mal sagen, was wir gesagt haben, wir nehmen uns jetzt vor, nächstes Mal, wir fliegen einfach mit PJ. Ja. Ah, einfach ganz chillig mit PJ. Wir machen einen GoFund auf, okay? Wo jeder einfach ein bisschen spenden kann, dann holen wir uns für 10k ein PJ. Aber halt so, guck mal. Das geht einfach schon seit 2 Stunden fahren wir so. Ja, wir haben full getankt. Und Tank ist immer noch auf. So, nach einer 6-stündigen Fahrt nach FFM. Sind wir auch angekommen. Ich gehe zum Event. Wir sind zwar auch behindert zu spät, aber it is what it is. So, wie gesagt, also die Fahrt war eigentlich, ich sag ehrlich, eigentlich gespannt, aber 6 Stunden nach Frankfurt, man muss nicht sein. Ja, also heute Stau und wir haben auch irgendwann gecheckt, warum das so ist. Erstens,
Genau, normal, Feierabendverkehr und so. Aber heute beginnen eure Herbstferien. Das haben wir voll vercheckt, aber naja. Angeht fährt man nur 3 Stunden. Wir sind 6 Stunden gefahren. Hadas. Wir sind aber jetzt auf jeden Fall in FFM, gehen das kurz Event-Location rein und dann auf jeden Fall was essen, weil Bryce killt mich sonst, ja, der Zunge. Guck mal, wie er läuft. Big Man. Ja, wenn Bryce so läuft, hat er Hunger. Merkt euch das. Mein Mann, Hunger. Draufgänger. Komm, wir sind jetzt angekommen. Da ist Big Mangs. Ey, der Lux ist weg. Aber ja, ich geh mal rein, Digga. Wir haben jetzt allein in den letzten 3 Wochen haben über 3000 Neuanmeldungen gehabt. Das heißt, wir haben unzählige Elite Ones, Elite Twos, Elite Fives. Und auch Prons wirklich kreieren kann. Hier auch wieder mit Professor Hauptrolle. Was geht, Bro? Alles gut? So, Leute, wir haben jetzt gerade gesehen, Packed Out Event. Morgen ist E-Cell Comic Event. Leute, ihr wisst gar nicht. Everybody joins. Alle machen mit. Let's go, Mann. Ich habe jetzt hier etwas geschenkt bekommen von unserem CEO. Brandon Boy directly from the USA, okay? Probier das Ganze mal. Und mal gucken, wie das Ganze schmeckt. So, hier haben wir einmal die Wien. Ich mach das einen auf. Hey, Maria, seriös. Sie repräsentiert Frankfurt. Und da haben wir Duisburg. Oberhausen, ich bin jetzt Oberhausen. Ach, für Oberhausen? Du bist das Fan, ne? Alle, die in mein Ding gekommen sind, werden Fan. Achso, echt? Dein Vlog. Du postest eh nichts, Digga. Ich weiß, ich nicht. So, ich hab die größten Nervensäge der ganzen Welt gefunden. Leute, wir wollten eigentlich Chicken essen gehen, aber die wollte unbedingt Wasser Pasta. Wenn du heute nicht approved bist, dann musst du für immer raus. Weil die Leute, die checken nicht, guck mal, Leute. Booster Pasta ist wirklich certified. Also wirklich, wenn ihr da noch nicht Essen habt in Frankfurt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, dorthin zu gehen. Auf jeden Fall steppen wir jetzt wirklich alle dahin, weil die checken alle nicht. Alle Küchen haben um 23.30 Uhr zu, ne? Deswegen, das ist aber die das einzige ist auch, Küche, die wirklich Frankfurt. Spott. Aber die checken nicht. Deswegen, aber jetzt werdet ihr sehen, wir sind auch schon da gleich, ne? Und yes, let's go! Oh mein Gott, Rock, was ist einfach voll. So, erste Resonanz. Yes. Vom Außen her sieht das, sag ich das mal, schon gut aus, ne? Also, deswegen, aber noch haben wir es probiert, weil wir müssen erst mal warten, bis alle ihr Essen haben und dann fangen wir an zu essen. Immer auf, wir machen an, Leute. Sie macht nie was falsch. Dann sieht einfach langweilig aus, so ohne Wichtig. Komm, Leute. Nana bekommt die Certified. Sie hat so gekämpft. Yes. Trust Trimmer. Aber es ist approved. Schmeckt echt gut. Da sind wir hier beim lieben Armin. Was wäre ein Vlog ohne Armin the Connector, meine Damen und Herren? Wir sind hier im 17. Stock, meine Damen und Herren. Finden uns im Scandic Museum Hotel. Ein Museum Hotel. Und ich sage euch, wie es ist. Das ist nicht die richtige Karte, denn ich habe sie Bryce gegeben. Und das ist auch nicht die richtige Karte. Denn diese Scheißwichse haben schon wieder verkackt, Digga. Zweimal bin ich heute runtergegangen, weil ich die Karte wechseln wollte, Digga. Das kann nicht sein. Das war zu nah an dein Handy. Ja. Interessanter Nugget. Das ist immer so. Das ist oh, yeah. Gib mal. Russ hat euch jetzt ein Insert gegeben. Jetzt fahren wir wieder runter und tauschen die Karte. Aber Hotel ist bis jetzt echt gut. Ich bin echt gespannt auf das Zimmer. Und das Ganze haben wir gebucht über G-Food. Yeah. Also der Sprinter. Mach das Splinter. So, hier. Sag euch ehrlich, nein, ich will nicht diese Fahrstuhl. Die dunkle Fahrstuhl kostet nicht mehr. So Leute, Part 2. Wir sind ins Zimmer reingekommen. Warte, ich mal die Aussicht. So sieht man das nicht mit dem Licht. Boah, man sieht das nicht, ja? Doch. Sag ehrlich, auf Kamera bockt das nicht so. Aber das sieht echt heftig aus. Kannst du das richtig aufmachen? Nein, kann man nicht. Aber wow, ich kann die Kamera nicht mal so sehen. Man kann nicht so sehen, nachts ist bockt Frankfurt, ehrlich, sage ich euch ehrlich. Aber mit Handy? Nachts ist wirklich Frankfurt echt top, sage ich euch. Siehst du was? Ja, Buddy. Doch, hier einschlafen und bestimmt machst du mit Dingens immer, ne? Guck jetzt, meine Aufnahme. Das ist so cool, Digga. Das ist so schwer. G wirklich. Ich nehme sogar zu spät auf. Weißt du, schockiert. Er kennt dieses Frankfurt. The Walking Dead. Leute, das ist eine Seite von Frankfurt, Leute.
schlimm. Bryce ist schockiert. Er könnte das gar nicht. Das ist Schatten, Leute, von FFM. Bryce ist schockiert. I never seen this. So, wir sind jetzt auch endlich im Hotel angekommen. Nur wir checken, um welche Uhrzeit eigentlich, wie spät haben wir? Wir haben genau 4 Uhr. Ich weiß nicht, wo ist das Zimmer? 211. So, wir sind im Milia Hotel. Bruder, wo ist das aggressiv, Digga? Jo. Ich will einfach die Tür kaputt machen. Wir sind im Milia Hotel. Das Ganze gebucht über G-Fu, meine lieben Damen und Herren. Milia ist ein sehr schönes Hotel. Ja. Sagen, gute Nacht, wir sehen uns auf jeden Fall morgen. So, morning in the morning, ich bin so tot. Aber mir geht's gut, God bless, weitere 24 Stunden. So, jetzt auf ein zweites, weil mein Akku ist leer gegangen im Fahrstuhl. Aber, wir haben gerade mal 9 Uhr, okay, ich wollte eigentlich in den Gym gehen, weil wenn ich im Hotel bin, mache ich immer so Gym, Sauna und dann, frühstücken, aber Gym braucht einfach nicht, deswegen mache ich ein paar Übungen schnell im Zimmer und dann gehe ich frühstücken und lasse mir währenddessen die Sauna warm stellen und dann gehe ich zum Event rüber, weil ich brauche meine Sauna, ich liebe Sauna einfach, okay? Deswegen nehme ich euch gleich auch kurz mit zum Frühstücken und dann sehen wir uns später beim Event, weil in der Sauna brauche ich Zeit für mich, aber ich habe so Augenringe, ich habe glaube ich nur 4 Stunden oder 3 Stunden geschlafen, aber jetzt, ich mache jetzt kurz ein paar Übungen. Da gehe ich frühstücken und dann gehe ich in die Sonne. What's up, Family? Ich bin unterwegs jetzt zur Event-Location. Okay, mit Bryce Lamar. Ich habe sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Okay, Frühstück war auch gut gewesen. Ich habe sogar mein Handy oben liegen lassen, wo ich runtergegangen bin. Deswegen habe ich euch unten nicht mitgenommen. Aber ja, wir sind unterwegs in der Event-Location. Das Event beginnt auch gleich. Und ich bin eigentlich echt gut gehypt, weil ich glaube, heute werden wir wieder einiges mitbekommen, beziehungsweise gelehrt bekommen, was unser Business allgemein auf den Next Level wieder bringen wird. Allgemein, wenn man sich einfach nur das Line-Up ansieht, ist schon, it's a blessing, sag ich mal so, okay. Was sagen Sie, Herr Röschlimmer? Ich bin einfach nur excited, es wird heute sehr gut. Richtiger Autofahrer. Aber ja, wie gesagt, später mehr Insights, okay, deswegen später. Ich bin da am Telefon, ich muss Überweisung machen, ich habe Termine. Wirklich, ich hänge da 30 Minuten und dann kommt tatsächlich irgendwann an den Typ dran. Hallo, mein Name ist Gavin, I can help you. I have a new app and I'm trying to make a wire and it's not more than just being there. You gotta look good, you gotta be on point, you have to wear the right things. Everything is so much harder. And she did that like no one I've ever seen. So I'm really, really honored and inspired to be able to introduce to you in Gifu. Black Diamond Director and my beautiful wife, Stefania Ricotto. Between drugs, I'm not now generalizing. Of course, you always have the good guy that takes the father's company and makes it even bigger. But I have to be honest, a lot of these young people, they felt useless. And I feel that in life, it's... 1, 2, 3, go ahead. Ein Abend. Okay, reactions? Okay. Some of you are taking a very long time just sipping on it. You're really, really getting all of it out of it. Okay. I feel like Stefania already. All right, what do you think? Good? You guys like it? Everybody likes it? Das hier ist das erste Produkt, das du jemals brauchst in deinem Leben. Mm. Also immer wenn ich jetzt irgendwas vermarkten möchte, rufe ich dich an. Ah, zeig mal einmal ganz die Verpackung. Fisnik, du musst einmal kurz die Verpackung zeigen. Genau, das habe ich auch gestern getrunken. Aber ich habe kein Feedback gezeigt, aber jetzt wird ganz kurz. Dieses Produkt ist geisteskrank. Wenn du das nimmst, kannst du auf jeden Fall viel, viel jünger werden und länger leben. Sie haben dann auch. Geil. Unterwegs. Aaron, wir haben Aaron hier. Kamal hat noch nie meinen Vlog gesehen, Bruder, mein Herz. Aber ich schau immer. Ich habe noch nie deinen Vlog gesehen.
ehrlich, Reaction. Ich hatte gestern schon probiert. Very good. Already tasted it yesterday, but you look good. Das sind die ganzen Produkte, meine Damen und Herren. Das. Und, Sadie? Mhm. Gut, ne? Vorbei. Geil. Will das auch? Ist das weich? Ich will auch eine weiche Haut. Nachtcreme. Ich will auch weiche Haut. Nightcreme, this is too. Nightcreme, okay. Boah, Daniel, ich muss aber ganz kurz erklären, was du hier machst und was es genau ist. Das ist Nachtcreme, Bruder. Die packst du drauf, bevor du schlafen gehst. Mhm. Und dann hast du übelst nourished skin und morgen ist alles erholt und so weiter. Ist geil. Alright. Crazy. Und das Augenringe. Das ist für Augenringe, ne? Ja, das genau. Das ist für Augenringe. Ja, wir haben alles. Egal was drauf, wir haben alles. Das ist für nach Closing-Tagen an Sonntags. Ja. Und nach Montags musst du das machen. Das ist Montags unter die Augen. Oh mein Gott, richtig geil. Schau mal so. Das riecht so richtig vor, was ich auch weiß. Ja, ja. Die Energy Drinks. Das ist auch sehr geil. So, die ist halt unter die Augen eigentlich. Also, normalerweise macht man das hier so drauf. So. Und dann macht man so. Genau. Wurde es mal bei Emirates gezeigt. Dann ist auch so von iCream. Deep. Endlich habe ich mal eine neue iCream. Geil. Ich bin auf jeden Fall close. I need that iCream. Ich brauche das. Leute, das ist für die Augen kriegen. Heißt also, wenn du sagst, erstmal Probleme hast beim Schlafen, egal was, okay, stehst morgens auf, denkst du so, oben ist gelandet, dann machst du einfach ein bisschen so und so. Auch andere Auge auch. Okay. Ist auch für jede Haut, sei es für schwarz, weiß, gelb, pink, egal was für eine Haut. Und seht ihr, keine Augenringe, na Spaß. Aber wie gesagt, ist sehr gut, Digga. Und? Es riecht auch sehr gut. Es riecht sehr, sehr, sehr gut. Aha. Also, ich glaube, meine Influencer-Karriere beginnt ab heute. Yeah? Ja. Let's go. How it smells? Das sind hier die Magic-Getränke hier. So läuft es, Leute. Okay. Aber. Muss man nicht von irgendeinem DM, sondern möchtest du die beste Kosmetik haben, die besten Ergebnisse einfach erzielen für deine Haut, dann bist du bei Glow richtig. Okay. Weil wir arbeiten nur mit den besten Wissenschaftlern zusammen, um Produkte zu entwickeln, dass du aufs nächste Level kommst, dass du wieder deine Haut genießen kannst. Du schaust in den Spiegel und freust dich da zu sein. So, in the moment when you think that, okay, it's enough now, how do you handle the situation? Like when you think like it's enough, like I'm done. Yes. Bro, many times in my life, I was done. I thought it was over. I want to quit. Even in this business, right? Many times. Talk to my wife, she'll tell you all the days I said, fuck this business, I'm done with it. Business business, you know? And you fall back in love with it again. Someone like the best way to fall back in love with this business is when you sign up someone new again. You get excited again, okay? I'm just telling you, it always resets, you know? But network marketing always pulls back in. But there are many times, bro, when my neighbor took my whole team from me and went to a new company. He was 10 years older than me. He was the guy I looked up to. We idolized. I leveraged him. And he decided one day, I'm going to go build something better. And he took my whole team with him. I lost everything, you know? The time where my company went bankrupt. The time when this owner sold to another owner who didn't have the same vision as she did. All those times I wanted to quit. But the thing was is that I didn't want to quit on myself. I wanted to be the example of, dude, you could have quit and you didn't. That's why I'm not going to quit. Because your team does what you do. They're looking at you. They're always looking at you. My kids, I have kids now, bro. I can never quit anything because I got them watching me all the time. Dad, was that the thing you quit? And what happened to Jeepu? What happened to Janice? What happened to what? Like, dude, like, as you get older, your life keeps changing. And then you start realizing, dude. What's up? Vision. How big is your vision? How strong is your vision? How can you portray your vision to the people coming in? For me, when I started Jifu 7 months ago, we had the travel portal, which they've had way before. First and foremost, man, I'm blessed.
glad to be here virtually. I know I was looking on Instagram and I saw Damian, you know, speaking straight German. So I don't know if this has been an all or just no English event, but I'm just going to speak complete English and hope that somebody understands me or that I'm, you know. Einmal ganz kurz, Jungs, wie Marco ist wieder back on track. Ja, back on track. Was sagst du zum allerersten G4-Ausbildungsevent? Ich sagte, wir sind erst jetzt im Network Marketing angekommen. Mm. Davor haben wir was anderes gemacht, aber jetzt sind wir drin. Ich bin stolz. Ja. Prof. Augen sagen alles, Leute. Ja, if Prof proves, is correct. If you know, you know. Bitteschön. Wir sind in Köln angekommen. Bro, ist der zu Hause? Alhamdulillah, dann bist du zu Hause und wir freuen uns noch weiter, ne? Alhamdulillah, ihr könnt was ein Service, ne? Was für ein Service? Ich hab mich selber nach Hause gefahren. Was für Leute hier, ja? Oder? Ich hab dir angeboten, dass ich fahren soll. Was ist dein Kopf? Wie ist Bro gefahren? Von 1 bis 10? Von 1 bis 10? 9, schlimm aber, ne? Hä? Du musst auch schlafen. So, ich bin jetzt auch angekommen, zu Hause, wir haben 1.30 Uhr so ungefähr. Hab Devin nach Hause gefahren, Jeremy zum Hauptbahnhof gefahren. Und ich sag euch, ich bin so müde. Deswegen habe ich auch die Sonnenbrille an, weil ich will euch meine roten Augen nicht antun. God bless you all. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Day in the Life. Show some love. Wir machen das immer, YouTuber. Liked, teilt, abonniert. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog, okay? Mach's gut.